So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir befinden uns hier mitten in der Prüfung der Sphären und wir haben noch einen random Guest mit dabei. Heißt du wirklich Kai? Ja, ich heiße Kai. Ja, ist doch cool. Das ist ja mal, das kann nur ein guter Gast sein. Und der Julian ist ganz offiziell mit dabei. Offiziell. Bitte? Mit Ankündigung. Ja, ganz offiziell mit dabei. Oh. Bei der Aufnahme. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich verstehe das. Keine Ahnung, hier, irgendwer fehlt. Ach, guck mal. Ne, jetzt können wir hier hin. Hä? Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ist auch egal. Du bist nicht so bezaubernd, wie du vermutest. Warum ist der Paul schon wieder reingerannt? Keine Ahnung. Rein in den Kampf. Der Daniel treibt mich an, falls du sterben solltest, wovon ich mal nicht ausgehen möchte, falls ich Hilfe brauche. Ach so. Bin in der Prüfung der Sphären mit anderen. Ach, 7000. So, 7320, das ist ja lächerlich, nix, oder? Meinst du, das ist schon hier der Endgegner von diesem Dungeon? Ja, ich denke mal schon. Aber ich weiß es nicht. Ne, dahinter geht's glaube ich noch weiter. Das sind wieder so drei Dinger, das ist noch nicht der letzte. Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst, entweder macht er auch automatisch ein Turmschild oder das hat er jetzt schon von vornherein gehabt. Der hat am Anfang nichts von irgendeiner Regel geschrieben oder gesagt, oder hast du da irgendwas gelesen? Ja, ich war in der ersten Runde auch nicht da drin, ne? Achso, ich auch nicht. Du hast mein Herz verzaubert, was soll das denn schon wieder bedeuten? Ich guck mal grad. Der hat jetzt grad sein Schild tausendmal zerstört. Probiert. Komm, sing weiter. Ich? Du machst das. Nein, schon. Auf gar keinen Fall werde ich irgendwas von Wolfgang Petri singen. Eher schneide ich mir die Zunge raus. Ja, aber jetzt habe ich gerade mal. Ptolemos heißt der Typ. The Moon God. Warte, wie vierte Folge war das nochmal? Das hier ist, keine Ahnung, irgendwas über 640. Ich habe jetzt schon etliche Aufnahmen, Folgen hier aufgenommen, aber nicht mitgezählt, wie vielte Folge das hier jetzt ist. Ich glaube, man... Du warst zufrieden mit dem Game? Hättest du mehr erwartet, weniger erwartet? Was sagst du? Ich? Mhm. Mit welchem? Mit dem hier? Ja, natürlich. Naja, ich mache schon über 600 Folgen, also scheine ich ja nicht so ganz unzufrieden zu sein. Ne? Ich meine, ich denke, es gibt auch Spiele, die ein bisschen, was soll ich sagen, ohne jetzt den ganzen Zuschauern vor Kopf zu stoßen. Es ist halt sehr auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet, das Spiel. Ne? Sehr bunt, sehr eigentlich auch relativ von den Grundzügen her recht simpel. Auch die Quests sind sehr leicht, obwohl ich habe auch noch nie ein anderes Online-Rollenspiel, Multiplayer-Rollenspiel gespielt, sowas wie World of Warcraft. Ich weiß nicht, wie es da so ist mit Quests, ob sich das da alles so wiederholt und so, aber ich kann es mir schon vorstellen. Hast du sowas mal gespielt? Ja, also ich bin ja eher aus der anderen Richtung gekommen, aber man kennt natürlich noch diese typischen Standard-Quests, die dann alle gleich aufgebaut sind. Bei Wizard 101 dann auch so, oder? Ja, sicher, ne? Besorge dies, sammle dies ein, besiege so und so viel von den Gegnern, laufe hier und da hin und... Aber es geht, es ist alles okay. Bin schon lange dabei jetzt. Ich habe mir vorgenommen, dieses Spiel komplett durchzuspielen. Mit allen Nebenquests. Ein MMOG durchspielen, ja? Ja. Okay, ein Multiplayer. Ja, so ist es. Und es wird auch wahrscheinlich noch mal doppelt so lange dauern. Ja, bis dahin ist wahrscheinlich schon wieder mehr Level und sowas. Ja, ja. Ich habe schon ausgerechnet... Weil ich mir vorstellen kann... Was? Ich kann mir vorstellen, dass die deutsche Version, weil da gibt es ja immer weniger Spieler, noch wirklich nach einem Jahr mal dicht ist. Was? Aber ich hoffe ja, ich kann mir das vorstellen, muss nicht so sein, aber wenn die irgendwann mal dicht gemacht wird, dass man dann vielleicht die deutschen Accounts auf die USA-Variante überträgt. Ja, aber da will ich aber mal schwer hoffen, da werde ich aber alle Leute anschreiben, dass sie das machen.
guck mal englische Let's Plays davon oder auch mal, was die an Servern und sowas haben. Das ist echt extrem bei denen. Ja, sicher. Und hier in Deutschland ist es ja nichts dagegen. Ja, guck mal, wie lange es bei den US-Servern schon dieses Update gab, das jetzt gerade bei uns gekommen ist. Ja. Ne? Schon ewig her, dass ich da diesen Level 100-Zauber da gesehen habe, von dem ich dir eben erzählt habe. Das ist ein bisschen schade. Und zack! Weg. Weg ist er. Was gibt's denn dafür? Erdbeertörtchen, lecker. Ablenkung spiegelt sich in Klarheit. Ablenkung spiegelt sich in Klarheit. Der Hüter ist der Beobachter. Der Scharfsichtige, der selbstlos dient. Er ist das Zeichen des Soldaten, der verteidigt. Oder des Kurators, der sammelt und bewahrt. Jetzt müssen wir noch jemanden besiegen. Mithraja. Achso, ja, aber Ablenkung spiegelt sich in Aktion. Was ist das denn jetzt hier? Ah doch, du musst die Dinger alle auf den Diamanten da richten. Du musst sie überall hoch bei diesen einzelnen Podesten. Na gut, dann gehen wir mal. Ich geh mal hier hoch. Finn Schwarzkrieger, bin offline, gute Nacht. Ach, das habe ich mal vor Ewigkeiten in irgendeinem Video gesehen. Ja, ich bin jetzt den zweiten, ich weiß nicht, welche dann noch fehlen. Zack, da hinten steht noch einer, der bewegt werden möchte. Oh, was haben wir denn da? Wo ist der letzte? Eine goldene Truhe. Eine Sonnentruhe. Mal was mit du der hast macht. Ein Sonnenschwert. Es ist viel zu schwer, um es verwenden zu können. Ich habe es extra nicht aufgemacht, weil ich dachte, vielleicht wurde es für jemanden gemacht, der größer ist als du. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist... Sag mal, ist es vielleicht, gehört das vielleicht hier zu? Was meinst du? Wo bist denn du jetzt? Hier in der Ecke stehe ich. Ach so. Oh. Ich muss hier erstmal an diesen Typen vorbei. Die hier rum. Aber wir können jetzt hier rein. Wo rein? Ja, die haben es geschafft. Hier ist der Endgegner. Wo bist du denn? In der Mitte hier? In der Mitte, da kann man jetzt durch. Und wir wurden in den Kampf gezogen. Ah, cool. Ja, dann auf in den Kampf. Oh, die sieht aber cool aus, die Tante. Ne, und das Röckchen kann ich hier nicht gucken. Schade. Naja. Also so, ist ein bisschen zu heiß für dich, glaube ich. Ja. Da kommen hinten Flammen aus dem Rücken. Boah, der war jetzt ein bisschen schlecht, oder? Ich gebe mich gerade beerdigen. Was? Doch, warum geht die jetzt schon wieder auf mich, ne? Ey, das ist... Oh. Ja, weil du so herablassend über die geredet hast. Mithraja. Was? Du hast herablassend über ich? Die geredet. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, dass man ihr nicht unter das Röckchen gucken kann. Ja, eben. Und vielleicht fand ich das ja unmöglich. Ja. Schon mal was von Meinungsfreiheit gehört. Ja, das ist ja nicht mal eine Meinung, ist ja eine Feststellung. Ne? Also, es ist ja. Sogar nur eine rein sachliche Feststellung. Noch nicht mal eine Meinung. Da gibt's ja, nichts dran zu zweifeln. Merke ich mir. Also die gleiche Beauftragte von YouTube hat dir ja gesagt, du sollst halt nicht immer so viel Sexismus anwenden. Du sollst also nicht sagen, sieht geil aus, sondern man kann ja nicht unter das Röckchen gucken. Das ist doch positiv, oder? Siehste, ganz genau. Du hast es verstanden. Ja, jetzt bin ich wieder doof, oder was? Nein. Ja, alles ist gut. Aber weißt du noch, wie du eben über mich abgelästert hast? Das ist ja schon... Folgen her, ja. Ja, ja. Das haben die alle schon wieder vergessen. Aber musste ja auch mal sein, so als Hater, ne? Genau. Ich will ja auch mal mit Hatern spielen. Die bereichern das ja alles. Ich würde mal gerne so mit so einem richtigen Hater spielen, mal ernsthaft. Das wäre bestimmt lustig. Das stimmt, das wäre eigentlich voll geil. Letztens hat mir jemand einen Kommentar geschrieben. Chaos, du bist voll pädophil. Pädophil? Ja, völlig falsch geschrieben, das Wort. Wirklich war das sehr kreative Schreibweise. Bitte was?
Wollte gerade fragen, war das überhaupt richtig geschrieben? Natürlich oder? Nicht, natürlich nicht. Was erwartest du? Ja, ach. Da hältst du ja... Wahrscheinlich Pedos viel geschrieben, also steht's auf Füße. Pedos, ja, damit kann er schon... Ist er schon in der richtigen Richtung. Jeder hat so seinen Fetisch. Boah, sieht jetzt schon auf die Freibad-Saison, ne? Nackte Füße. Vor allem von den alten Omis. Diese trocknen. Die so stauben, wenn man die Socken auszieht. Ja. Also denn aktiv oder passiv pädophil? Also passiv. Bitte. Passiv. Also nur gucken, nicht anfassen und nicht riechen und nicht lecken, ja? Ach so, nein, ich dachte auf mich bezogen. Ach so, okay. Also ich lasse, ich möchte das nicht weiter vertiefen. Also ich fasse schon gerne alte Frauenfüße an. Ah. Oh. Ich möchte gleich noch schlafen. Die Karten richten sich aus, das ist die Chance. Was bedeutet das? Ja, musst du ihn fragen. Das ist eine Frau. Stell dir mal vor, es gibt hier so Spieler, die wirklich mal mit den Computergegnern reden, so. Die mit denen reden? Wie geht's dir? Machst du... Also hast du eigentlich mal so ein Meet and Greet veranstaltet, so ein bisschen? Also zusammen auf Piepsig treffen und dann spielen mit den Fans? Also Fans überhaupt? Naja, ich habe im November das letzte große Treffen gemacht, wo wirklich total viele Leute da waren. Im Teamspeak waren aber dann, Julian, wie viel waren es? 5, 6, 7? 7. 7, ne? Weil sonst wäre es zu chaotisch geworden. Da war schon, das war auch schon so ein bisschen schwer mitunter. Mehr geht einfach nicht. Ansonsten haben die anderen Leute halt dann ganz selten mal die Möglichkeit, so dabei zu sein. Aber das ist auch eigentlich nur ein heilloses Chaos. Aber das nächste Mal wird das im Mai stattfinden. Ich weiß aber noch kein genaues Datum, bevor hier wieder unter dem Video in die Kommentare kommen. Wann? Ich werde es dann werden jetzt so auf oder Facebook so schreiben. Also es ist auch ganz einfach, dich beim Spielen zu finden. Ich meine, du bist jetzt hier gerade auf dem Public Teamspeak. Ihr müsst halt nur so einen von einer Million Teamspeak-Servern aussuchen. Genau. Also, ich meine... Ja, ich hatte zum Beispiel normalerweise auch immer einen, aber das ist letztens abgelaufen, dummerweise. Ja, ich wollte letztens mit irgendjemandem auf deinem Server spielen. Ja. Worum ging's? Es ging um Don't Starve Together. Ja, das, ich sehe dich da andauernd abends spielen, dann gucke ich immer und dann ist dein Kollege da auch immer am Spielen. Bei Steam oder wie? Ja, genau. Habe ich letztens vor ein paar Tagen wieder gesehen abends. Ja, aber wir haben jetzt das Let's Play beendet zusammen. Ich habe mir eine Folge davon angeschaut, ich finde das Spiel nicht so... Ja, wir haben jetzt 39 Folgen aufgenommen und jetzt bei der letzten Folge bin ich schon wieder gestorben und wir mussten den Server quasi neu starten, da hatten wir beide keinen Bock drauf. Damit war unser Let's Play beendet. Aber nach 39 Folgen reicht es dann auch erstmal. Was war mit Garry's Mod eigentlich? Ich habe dir schon so oft da für 2,50 € war es im Angebot und alles und da kann man ja auch viel mitmachen, ne? Ja, ich habe es mir wenigstens inzwischen mal runtergeladen. Ich habe es mir gekauft. Achso, ich dachte, das hast du noch gar nicht gekauft. Doch, inzwischen habe ich es gekauft, aber ich habe es mir noch nicht einmal angeguckt. Hast du Counter-Strike Source dafür? Auch dann kannst du direkt die Maps dann ausprobieren, je nachdem. Nee. Brauchst du das dafür oder wie? Man kann es kombinieren, ja. Das ist ziemlich gut sogar. Mhm. Eigentlich ist das ja Half-Life 2 Engine und damit kannst du halt die Maps dafür bauen und dann kannst du halt kurz eine Runde theoretisch, wenn du einen Server hast, Counter-Strike-Server oder generell einen Game-Server, kannst du die halt hochladen und dann kannst du schön eine Runde spielen. Mit deinen Katapulten, was auch immer. Counter-Strike Source. Genau. Okay, ich werde es mal im Hinterkopf behalten. Wir haben jetzt hier die Prüfung der Sphären beendet. Ich bin in Level 70 aufgestiegen. Yay! Und damit ist Celestia quasi beendet. Der Dungeon ist beendet. Jetzt will irgendwie der Silver Drake mit mir sprechen. Aber ich habe jetzt keine Lust mit dem zu sprechen. Weil es der Bruder von Melister ist. Ich spreche jetzt nochmal mit der Edith hier vorne. Gucken, was die mir zu erzählen hat. Die Edith? Die du gute alte Edith. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Du solltest nach Wizard City zurückkehren und Blix Hagelkorn berichten, was du über Celestia erfahren hast. Da komme ich doch gleich mal hinterher gestalkt. Tada! Als Hater muss ich ja mal ganz up to date sein. So,
So, Celeste, was? Hier muss ich noch mit jemandem sprechen. David, also wenn du wirklich noch Bock hast, dann kann man mit der Handwerksquest von mir aus nochmal schauen. Da hast du vielleicht die Sachen direkt zusammen, das ist mir wirklich wurscht. Du hast mir sehr geholfen. Ich denke, ich werde für die Zeitung zu Hause in Marleybone eine Kolumne über den Tierkreis schreiben. Ich werde mich für deine Unterstützung erkenntlich zeigen, sobald wir hier rauskommen. So, lass mal gerade gucken. Celestia, ich muss noch... ich muss noch zwei Salamander finden. Das mache ich aber vielleicht offscreen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ansonsten... Ich muss mal gerade gucken. Ich muss echt nur noch diese zwei Salamander finden. Dann habe ich Celestia jetzt komplett abgeschlossen. Ist das nicht krass, oder was? Jo. Hast du auch... Der Questfinder sagt dir auch nichts mehr? Nö. Achso, der Questfinder. Oh ne, bitte nicht. Ach, keine Quests verfügbar, Gott sei Dank. So, jetzt schreiben wir mal der Jenna. Ja, vielen Dank. Ja, und damit ist die Folge auch schon wieder beendet. Und jo. Ich denke, damit wird die Aufnahme jetzt auch beendet sein. Ich werde jetzt gerade offscreen noch kurz nach meiner Handwerker-Quest gucken. Das ist sowieso langweilig zum Zeigen. Oder, Julian? Gucken wir mal kurz dabei. Ja, können wir noch machen. Und... Dann war's das. Dann war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Celestia ist beendet. Und in der nächsten Aufnahme kümmere ich mich hier um ein paar Nebenquests. Bist du wieder alleine. Und dann geht's bald nach Safaria. Cool. Allein. Genau. Allein. Dann macht's mal gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Ciao.